Wir machen heute Carbonfasern verfügbar für die Serienproduktion von Autos. Viele Menschen halten es nicht für möglich, Carbonfasern auf eine nachhaltige Art herzustellen. Wir beweisen, dass sie damit falsch liegen. Es ist ein Vorteil für die Umwelt, dass wir erstmals in der Lage sind, ein maßgeschneidertes Elektrofahrzeug aus Carbon zu bauen, was eine stark reduzierte CO2-Emission über die gesamte Lebensdauer des Autos zur Folge hat. Wir entwickeln derzeit einen Produktionsprozess, um die Kosten zu senken und die Produktqualität zu verbessern. Und das ist das Faszinierende daran, denn erstmals wird Carbonfaser in der Großserie eingesetzt. In Wackersdorf wandeln wir Carbonfasern um zu Textilien. Wir machen tatsächlich Stoffbahnen, die wir im nächsten Prozessschritt in das Ausgangsmaterial für Autoteile zurechtschneiden. Ganz wichtig, wir verarbeiten auch Recyclingmaterial. Das ist ein wichtiger Teil unserer nachhaltigen Produktion. Diesen haben wir von Beginn an in den Herstellungsprozess integriert. Ein Teil des recycelten Materials findet sich beispielsweise auch im i3. Wir haben begonnen, die Produktion zu steigern, von einigen tausend Teilen auf über 1 Million Teile pro Jahr. Wir haben hier ein fantastisches und hochmotiviertes Team. Wir zählen schon die Tage und können es kaum erwarten, bis das Produkt endlich auf den Markt kommt.